Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir jetzt die Debatte intensiv angehört. Und das ist ja normalerweise gar nicht das Thema, zu dem ich eigentlich in meiner Fraktion von meiner Fraktion ans Rednerpult entsandt werde. Aber ich muss doch sagen, ich habe mir jetzt wirklich überlegt, jetzt stelle ich mich doch noch mal an das Rednerpult, und zwar nicht als Abgeordnete einer Fraktion, sondern als Frau. Auch als Frau, die eine Frau, die auch Mutter ist. Das heißt, ich weiß, wie es ist, von einer Schwangerschaft zu erfahren. Und ja, ich kann das auch ruhig so mal sagen, ich war auch überrascht und überrumpelt damals. Und ich weiß auch, wie das ist. Und ich weiß auch, wie das ist, und da bin ich jetzt auch ehrlich, wenn man mit diesem Gedanken spielt und nicht weiß, oh Gott, ich war jung, ich war unerfahren, ich hatte keine Ahnung und ich hatte Panik. Und ich habe mich auch schlau gemacht. Das gebe ich offen zu. Und es war mir aber möglich. Also ich hatte wirklich kein Problem, an Informationen zu gelangen, auch ohne, dass eine Praxis groß schreiben musste, hallo, hier machen wir Abtreibungen. Das war gar nicht nötig. Ich bin damals zum Frauenarzt meines Vertrauens gegangen und habe mich beraten lassen. Und ich konnte mich auch im Internet beraten und ich habe auch eben noch mal nachberaten lassen oder belesen und ich habe auch eben noch mal nachgeschaut, weil ich war mir jetzt wirklich gar nicht sicher, weil ich habe mich lange nicht mit dem Thema befasst, aber ich habe noch mal reingeschaut und man kann sich belesen und man kann sich informieren über alles. Man kann sogar Antragsformulare ausdrucken. Man weiß genau, wohin man muss. Also ich habe irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, ich möchte es gerne einmal zu Ende sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Rechte der Frauen in Deutschland in irgendeiner Weise untergraben werden. Ich glaube, das Gegenteil. Ich glaube sogar, dass wir beiden Rechten nachkommen. Dem Frauenrecht, weil die Frau jedes Recht hat, sich zu entscheiden und sich zu informieren. Und aber auch das Recht auf Menschenleben, denn auch ich finde, eine Entscheidung, die zum Schwangerschaftsabbruch führt, muss sorgfältig getroffen sein. Und deswegen sehe ich die jetzige Gesetzgebung für richtig. Und das wollte ich an dieser Stelle gerne noch einmal als Frau, die in Deutschland lebt, deutlich machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.